Das hat auch Robert Habeck gesagt. Aber wir stehen dazu. Wir gehen auf die Straße. Und manipulieren. Ich frag mich, wer verdient daran? Mit Angst und mit Schrecken lässt sich's besser regieren. Ein Riss geht durch unser Land. Und wer der Meinung ist, dass die Politik alles richtig macht, sollte sich mal Gedanken machen, wohin mit dem ganzen Geld, was eingenommen wird. Folgt einfach dem Geld und ihr werdet Antworten bekommen, warum die Politik das macht, was sie macht. Aber sie macht nicht was für das deutsche Volk. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Durch die Zeit dein Gesicht verrückte Licht. Echt? Echt? Ja. Alter. Ja. Ja. Sie hat recht, sie hat ja gesagt. Weil sie war schneller. Sie hat schneller verstanden. Ich denke immer noch, dass sie alles nur gut mit uns meinen. Ja. Ja. Siehst du? Aber mir fällt irgendwie so ein, vielleicht bin ich ja reingefallen. Besser wie meine. Hast du gesehen, der Nike da? Ein Schuh. Nike im Abfallkorb. Ist teurer wie meiner. Alter, wir leben in einem reichen Land. Die Nike-Turnschuhe sind im Mülleimer. Und ich habe so ein paar billige Dinger von 20 Euro an. Ja. Genau, heute hat mir eine kleine Anmerkung. Also da hinten soll man sich ja noch nicht viel bewegen. Wir dürfen nicht so viel laufen, weil du weißt, die Hitze ist gefährlich. Ich weiß, ich verstehe nur nicht, wie die das alles überleben konnten. Ja, weswegen fahre ich denn eigentlich immer im Sommer in Urlaub, in die Hitze? Hätten die eigentlich schon längst tot sein müssen, oder? Wir haben noch eine Alter. Ja, kann natürlich sein, dass ich einfach nur Glück gehabt habe, wie mit der Corona-Impfung, die ich nicht hatte. Alles nur Glück. Dem sagen wir es nochmal, wie es funktioniert. Das Ordnungsprinzip für jede Gesellschaft ist der Krieg. Die Autorität eines Staates über sein Volk beruht auf seiner Kriegsmacht. Heute geht's um Öl, morgen um Wasser. Das sind die Königsdisziplinen des Geschäftemachens. Waffen, Öl und Drogen. Aber wir haben da ein Problem. Interessiert mich ein Scheiß. Friedliche Zeiten sind Gift für uns. Frieden ist gleichbedeutend mit Stillstand. Deshalb stützen wir die Weltwirtschaft künstlich durch Zerstörung. Wir können nur weiterhin Geld machen, wenn die Welt in Flammen steht. Aber damit es funktioniert, dürfen die Menschen das nicht wissen. Wir haben spezielle Auslöser erschaffen. Den Anschlag auf das World Trade Center, den Anschlag auf die Londoner U-Bahn, Massenvernichtungswaffen. Eine Bevölkerung, die in ständiger Furcht vor Terror lebt, stellt keine Fragen. Unser Wunsch nach Krieg wird der Wunsch des Volkes. Es bringt gern Opfer für seine Sicherheit. Sehen Sie, Furcht ist die Rechtfertigung. Furcht ist Kontrolle. Furcht ist bares Geld. Genauso ist es. Furcht ist bares Geld. Damit kann man Millionen, Milliarden machen. Das haben wir, die Pharmaindustrie ist jetzt erstmal gut saniert. Jetzt machen wir mal die Rüstungsindustrie. Jetzt wird einfach mal ein bisschen der alte Schrott, den wir noch so rumstehen haben. Die Bundeswehr war ja desolat im Zustand. Vorhin liefen ja hier so drei Maskierte ja rum. Wollten, glaube ich, gerade zum Karneval oder so.
Und jetzt schafft man natürlich den ganzen Schrott erstmal in die Ukraine. Der Russe freut sich, hat ein bisschen was zum Spielen. Und dann kann man die Rüstungsindustrie beauftragen, uns neue Waffen zu bauen und zu liefern. Und der gute Finanzminister Lindner, Gott hab ihn selig, hat ja gesagt gehabt, wir haben ja 100 Millionen Euro Sondervermögen. Habe ich auch zu Hause, andere nennen es Schulden, aber er nennt es halt Sondervermögen. Ne? Von daher kann man halt nur sagen, es gibt genug Menschen, die aufwachen, die so denken wie wir. Viele trauen sich leider nicht, Gesicht zu zeigen, das ist sehr, sehr schade. Aber es werden immer mehr und es gibt auch immer mehr Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die sich auch trauen zu sagen, was Phase ist. So, Leute, Achtung, wir stimmen an auf 3 Gezacke Birthday für den Lieb Baldi. Auf 3. Wir legen die da, können wir die hergeben. Okay. Für Baldi, besten Mann auf der Straße. Ja, die zweitbeste. Nein, der Beste. 1, 2, 3. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Baldi. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Dankeschön, ihr Lieben von Nah und Fern. Ich muss sagen, ich bin heute so mega glücklich, dass wir diese magische Zahl für uns geknackt haben. Hey! Hört mal, Leo! Aha! Ich hab gehört, jemand hat Geburtstag! Zum Geburtstag! Zum Geburtstag! Sag Fuller System! Alles Gute! Wir wünschen dir! Alles Gute! Zum Geburtstag! Alles Gute! Guck mal, was ich gehört hab! Was hast du gehört? Ich hab gehört, jemand hat heute Geburtstag. Was? Ja, jemand ist ein Jahr älter geworden. Oder ein Jahr jünger. Hauptsache im Herz immer jung bleiben. Wenn du. Wir wünschen dir Gesundheit. Glück und Freude. Immer gutes Wetter. Zum Geburtstag. Aber vergiss nicht, Fuller System eine Einladung zu schicken. Aber nur, wenn es Katze Cross gibt, oh. Wir wünschen dir. Jetzt machen wir wirklich Party. Zum Geburtstag. Bist du bereit? Zum Geburtstag. Aha. Alles Gute. Okay.